Heute zeige ich euch noch eine lustige und wichtige Technik vom Freestyle Frisbee. Das ist der sogenannte Airbrush. So schaut es aus. Steil nach oben, flach nach vorne weg, als Pass zu einem Partner oder im Laufen. Der Brush hat viele Gesichter. Um ein Gefühl für den äußeren Rand zu bekommen, versucht erstmal die Frisbee so zu balancieren. Dann könnt ihr sie im nächsten Schritt mit etwas Spin hochpushen, sodass sie möglichst wenig wackelt. Bei einem guten Brush solltet ihr die Scheibe über die ganze Hand rollen, so wie hier. Dann gebt ihr ihr maximal Spin mit. Schließlich werft ihr sie mit einer Hand hoch und brusht sie mit der gleichen Hand ganz easy in Spin-Richtung. Beim flachen Brush auch mit einer Hand anwerfen und mit der gleichen Hand locker anschlagen, sodass sie zum Partner segelt. Je nachdem, wie man den Winkel der Frisbee setzt, kann man ihr auch beim Brushen hinterherlaufen. Eine große Herausforderung sind Trick Brushes, zum Beispiel unterm Bein oder hinterm Rücken. Aber nicht nur Frisbees kann man brushen. Wenn es euch einmal gepackt hat, könnt ihr mit allen möglichen Gegenständen Spaß haben. Dann kann euch keiner mehr stoppen. So, jetzt aber genug geredet. Viel Spaß beim Üben!